unterstützen geflüchtete, neu zugewanderte Menschen in den ersten Jahren bei der Erstintegration und bei allen Belangen des alltäglichen Lebens und helfen dabei, in Oberhausen anzukommen, Fuß zu fassen. 2016 waren die Unterbringungsmöglichkeiten und Kapazitäten der Stadt Oberhausen sehr begrenzt. Dadurch, viele Menschen wurden in Turnhallen und großen Hallen untergebracht, was alles andere als ideal war. Und da haben wir nach und nach, ist daraus eigentlich ein Konzept entstanden, dass auch sich der Verwaltungsvorstand der Stadt Oberhausen entschieden hat, wir wollen mehr und mehr Menschen in privaten Wohnungen unterbringen, weil es ein... Wir haben erstmal die privaten Vermieter, die im normale Mehrfamilienhäuser auch vermieten. Dann habe ich meine Fühler ausgestreckt und arbeite mit den Wohnungsbaugenossenschaften hier in Oberhausen zusammen. Ich habe Gesprächstermine ausgemacht, bin hingefahren, habe mich vorgestellt, habe unsere Arbeit vorgestellt. Es ist oftmals ein sehr schwieriger, langwieriger Weg, weil nicht jeder hat Interesse, nicht an Menschen mit Fluchthintergrund zu vermieten oder auch an Menschen, die sich übers Jobcenter finanzieren. Ich habe aber auch Vermieter, die dann auch sagen, gut, freue ich mich, finde ich toll, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Hier sind wir gerade im Nährstand, das ist im Oberhausener Hauptbahnhof, im ehemaligen Wasserturm. Da haben wir unser Büro drin in den oberen 3 Etagen und jetzt haben wir angefangen, auch das Erdgeschoss auszubauen. So, dass der Umbau ist fertig, wir bauen gerade noch Möbel und alles zusammen weiter, um hier jetzt ein Café zu eröffnen und endlich auch mal nach außen sichtbar zu sein. Das Projekt genau, gemeinsam neu aufbauen, das besteht aus ganz verschiedenen Strukturen. Ich meine, das Hauptziel ist hier, diesen Ort zusammen fertig zu machen, zusammen zu gestalten und auch wirklich gemeinsam zu entwickeln und dann auch gemeinsam zu betreiben, weil auch in der Fertigstellung vom Raum hier werden Workshops angeboten, die Einblicke in Berufe geben. Das ist einmal ein Schreinerei-Workshop, das ist ein Grafikdesign-Workshop. Nächstes Jahr machen wir weiter auch mit Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist jetzt quasi im Aufbau, sage ich mal. Ne? Also es gibt noch nicht dieses feste Konzept, was aber eigentlich auch schön ist, dass wir die Möglichkeit haben, im Prozess auch selbst zu entdecken, was wir wollen. So. Also es ist, finde ich, auch ein sehr selbstermächtigendes Projekt, dieser Leerstand. Also ich denke mal, dass es eine Mischung wird aus Kulturveranstaltungen und auch Informationsveranstaltungen, Netzwerktreffen für verschiedenste Aktive im Ruhrgebiet, aber auch international, weil KITEF ist ja auch sehr verbunden. Ich bin gespannt, wer noch alles dazukommt, wie bunt das alles noch wird. Andenken an dieser Zeit, dann geben wir gerne euch die Zertifikate.